Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Super Smash Brothers Brawl! Hier bei Crash for the Freak 89. Der nächste Level beim Superraum MSR, verlassener Zoo. Buchstäblich verlassen. Dunkle Wolken. Menschen und Lebewesen, Leere und ein kleiner Junge hier unterwegs. Da könnte man meinen, das hier wäre ein Horror. Wie in einem Horrorfilm. Und das hier ist Lukas. Ebenfalls ein Held aus der Mother-Reihe. Oh, oh, da kommen sie alle. Ganze Gegner. Und ein weiterer großer Feind aus der Earthbound-Reihe. Pokey. Beziehungsweise eine Statue von Pokey, die ihr steuert. Und natürlich auch eine Musik aus der Mother-Reihe. Ja, Mother, die Mother-Reihe ist ja bekannt dadurch, dass man, das ist als, die Mother-Reihe ist als, ehemaliges, wow, verdammt, ey, ich konnte nicht mehr rechtzeitig weg. Die Mother-Reihe ist nämlich auch sozusagen eine, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, eine, ja, Rollenspielreihe, eine Nintendo-Rollenspielreihe. Aber auch ganz schön krass, manchmal ziemlich skurril, manchmal witzig, manchmal auch etwas unheimlich, zum Beispiel auch der Final Boss aus Mother 2A, auch bekannt als Earthbound, gibt sogar schon E-Shop für, gibt sogar schon E-Shop verfügbar. Die Mother-Reihe kam auch auf den Super SNES raus. Der Final Boss ist auch wirklich ziemlich gruselig und der sollte angeblich auch eine Abtreibung, also eine, ja, eine Abtreibung im Sinne von, ja, eine Geburt darstellen. Und zwar wirklich ganz krass. Ich glaube sogar, dass die Entwickler mal dazu was gesagt haben. Bin mir allerdings nicht sicher. Alter, verschwindet. Das ist nämlich viel zu viel Schaden. Dabei kommt noch ein Bosskampf gegen den Typen. Und der ist richtig assi. Haha. Tschüssi. Tja, da versinkt er. Und da kommt schon wieder einer. Wow. Lieber erstmals fernbleiben von dem. Beeil dich, Lukas! Oh oh! Oh nein! Befreie dich schnell! Oh nein! Was ist das? Es ist Ness! Der Hauptheld aus Earth. Der große Hauptheld aus der Earthbound-Reihe. Ja. Und damit macht er auch die Pokey-Statue endgültig down. Doch. Pokey ist noch längst nicht besiegt. Und gemeinsam mit Ness versuchen nun er und Lukas. Also gemeinsam mit Ness wird nun Lukas versuchen, diesen Pokey endgültig zu bashen. Und wir spielen auch jetzt erstmal mit Ness, weil den werden wir auch nur kurz spielen. Sie beherrschen PK-Attacken. PK-Attacken, das sind sozusagen, ja, wow. Aufpassen. Weg da, oh mein Gott. Aber dieser gute Pokey hat wirklich ganz gemeine Attacke am Start. Er ist jetzt praktisch sozusagen, ja, wie ist es immer noch mal übersetzt? Da habe ich mal ein Let's Play dazu gesehen, zu dem Spiel mit deutschem Patch, weil das Spiel im E-Shop ist leider nur auf, komplett auf Englisch. Das ist irgend so ein, ja, ich weiß nicht, wie man das nochmal nennt, das ist... Wow! Jetzt werde ich beinahe, jetzt gehe ich dann schon beinahe down hier. Porky nennt, schreibt man ihn zwar, aber, ja... Ich glaube, so nennt man ihn auch. Alter. Das muss ich mal überlegen. Da war irgendetwas, was ich da noch darauf hinweisen möchte. Bei diesem Spiel. Ja, diese ganzen magischen... Das sind Psi-Angriffe. Genau, Psi-Angriffe. Niemand weiß, woher diese Psi-Angriffe beherrscht, aber er hat sie einfach. So ist das. So. Wow, und das aufpassen auf die Bomben hier. Weil der nächste Treffer und ich bin bestimmt dann schon down. Also einfach aufpassen auf den Typi hier.
einfach so gut wie möglich attackieren, weil auch Lukas beherrscht diese ganzen Attacken. Wirst du jetzt dann sehen werden, weil Ness hat es leider nicht geschafft. Ja, man merkt es also. Alter, der geht jetzt wieder ganz schön ab hier. Mit seinen Attacken. Aber das bringt ihn nichts, denn wir machen ihn gleich dann. Au, 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 das ist ein ganz gemeiner Angriff. Ihr müsst euch mal das Spiel selber angucken, weil es wird euch bestimmt schon gefallen, weil es eigentlich ziemlich komisch ist. Ich denke, damit werdet ihr schon, mit diesem Spiel werdet ihr schon eure Freude haben. Wow! Was? Jetzt hat er mich jetzt schon down gemacht. Alter. Ja, das brauche ich jetzt gerade. Dann habe ich wieder umso mehr Widerstand. Dann gehe ich nicht so schnell down. Ja. Ich nehme zwar immer noch massig Damage, aber... Dafür aber nehme ich von den Angriffen kaum Notiz. Oh, oh, aber das ist jetzt vorbei. Aber seine Psi-Angriffe sind immer noch stärker als die von Lukas. Ich weiß ja nicht, in welchen... Teil nochmal Lukas am Start war, aber... Ja. Auf jeden Fall, in diesem Spiel werdet ihr auch nur auf Ness treffen. Oh, oh, Wario, er schon wieder. Immer noch auf Trophäenjagd, was? Und er zieht auf Ness. Aber er weicht geschickt aus. Ja, da kann er noch so viel ballern, wie er will. Ja. Aber dann... zieht er jetzt einfach mal auf Lukas. Ah, Vorsicht! Und... Oh, oh, oh. Jetzt hat er zwar Lukas davor bewahren können, in den Trophäe verwandelt zu werden, aber... musste sich selbst opfern. Oh mein Gott. Armer Kerl. Oh. Das ist rot. Das Pokémon Feuerrot und Blattgrün. Auch er ist wieder... auch er ist mit von der Partie. Wir schaffen das. Du bist dran, Shiggy. Pokémon Trainer. Ja. Wir können nämlich bis... mit den Pokémon-Trainern kann man nämlich bis zu 3 Pokémon antreten lassen. Wenn mal eins stirbt, man kann auch dazwischen den wechseln, wenn man eins stirbt, dann kommt das nächste immer rein. Naja, in diesem Spiel aber hat er dabei, also jetzt aktuell beim Supramemissier, beim Anfang hat er nur ein Pokémon, nämlich sein Shiggy. Aber das geht auch ganz schön ab. Natürlich mit seinen... Bam, bam, bam. Schweifattacken. Und natürlich auch... ja, seinen... ja... Cooper-Angriff, mehr oder weniger. Ich weiß nicht, ich glaube, das nennt man Hydro-Pumpe, weil so ähnlich sah nämlich die Hydro-Pumpe mal in im Anime aus. Wo er seine ganzen Wasserstrahlen aus seinem Panzer schießt. Und dabei auf den Gegner zuwirbelt. So ungefähr. Natürlich hat er auch Aquaknarre drauf. Und natürlich Kaskade. Aber den Angriff nach unten kann er nicht ausführen. Also man merkt, Shiggy kann schon einiges ausrichten. Zack, Kaskade-Attacke. Und natürlich auch im Hintergrund läuft die Pokémon Rubin, Saphir und Smaragd wilde Pokémon, Wild Pokémon Battle Musik. Also der Kampf gegen die wilden Pokémon. Ach, mein Kombi ist leider wieder ein bisschen schlecht bei diesem Spiel. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Vielleicht ist auch wirklich viel zu viel los, dass meine Konzentration wegnimmt. Naja, aber ich versuche möglichst meine Konversation gut zu halten. Vor allem habe ich auch versucht, den letzten Part was zu erklären, aber ich bin dazu nie gekommen während des Spiels. Es wäre schön, wenn ich das immer während des Spiels schaffen könnte. So. Panzerattacke. Ich weiß nicht, wenn man das jetzt, wow! Nein! Dieser blöde Storch. Oder was auch immer das Vieh darstellen soll. Blöde Vieh hat mich besiegt. Na gut. Aber Lukas, obwohl er sich ja unsicher ist, kann er trotzdem noch ziemlich gut angehen. Also geht trotzdem ganz gut ab.
Er setzt natürlich auch seine... Er kann natürlich auch gute Psy-Kräfte. Dann ist, glaube ich, ein Hauptheld aus einem anderen Mother-Teil. Aber ich habe die Mother-Reihe nie gespielt. Die kam auch nie bei uns raus. Die gab es immer nur... die gab es ja zwar für Super Nintendo, aber die kam auch nie bei uns raus. Ich habe ohnehin auf den Super Nintendo nicht mehr Spiele bekommen, da ich ja den Super Nintendo erst sehr viel später bekommen habe. Dieser Flu hier, der ist wirklich fies. Der kann sich immer heilen. Also der heilt sich immer dazwischen. Aber den konnten wir trotzdem noch in eine Trophäe verwandeln. Weil der hat sehr viele HP, aber kassiert dafür mächtig Damage. Kann aber auch ziemlich gemeinen Angriff hier einsetzen, wie man hier sehen kann. Und heilt sich dann immer, wenn er Schaden nimmt. Deswegen sollte man ihn schnell angreifen. Weil während er sich heilt, hat man auch gesehen, bleibt er für kurze Zeit stehen. Also bewegt er sich für kurze Zeit nicht. Das ist dann die Gelegenheit, ihn anzugreifen. Das ist eine Lücke. Das ist eine offene Lücke in sein, Verteidigung, praktisch. Ich meine, generell verteidigt sie das Vieh nicht, aber es nimmt, kaum Rückstoßschaden oder eigentlich gar keinen. So, du bist auch dran. Hat er jetzt den Bumerang her? Ach, ganz egal. Aber das, dieser Zoo, das sieht es wirklich, dieser verlassene Zoo, da könnte man wirklich meinen, man wäre in einem Horror-Game drinnen, weil so wie das unheimlich aussah. Weil ich meine, Mother soll ja eigentlich auch, teilweise gruselig sein, aber ist auch gleichzeitig wirklich witzig, weil Parodien sind da nicht unbedingt vorhanden, aber es sind da wirklich einige Kommentare enthalten, die einen zum Schmunzeln bringen können. Aber total. Dass ich einfach nur dämlich lachen kann. Zumindest was ich das aus seinem Let's Play gesehen habe. So, das sind alles Elektrobälle. Mehr oder weniger. Ballau nennt man sie eigentlich. Die zerteilen sich immer gerne in mehrere von denen. Aber halten dafür wenig aus. Ja. Meist nur ein, zwei Treffer und schon sind sie down. Ja, der zerteilt immer sich in mehrere. Die zerteilen sich immer in mehrere. Das nervt voll. Okay. Jetzt ist aber Schluss hier. Der killt sich selbst. Also der macht Suizid. Und du... Au. Okay, was soll's. Der hat auch Suizid begangen. Schon wieder diese Viecher. Natürlich können die nicht nur Elektroshots freigeben, sondern auch Eis, um sie einfrieren. Oder sogar noch Feuer, um einen zu verbrennen. Glonna sind erstmals die ganzen... Ja, jetzt merke ich es auch jetzt. Das ist eine Anspielung auf Donna. Sind erstmals die Viecher, die was, Elektroschocks freigeben. Jetzt ist Schluss hier. Hört auf, euch zu verteilen oder zu klonen. Besser gesagt, klonen. Sollte man das eher bezeichnen. Natürlich sind Lukas Psy-Kräfte eigentlich nicht so ganz so stark wie bei Ness, haben wir auch gesehen, weil Ness Psy-Kräfte sind da irgendwie besser abgegangen. Dafür aber scheint Lukas im Nahkampf ganz schön gut zu sein. Ich weiß ja nicht, wie er sich mit der Ness und Wirklichkeit unterscheidet in der Mother-Reihe. Und ja, an welchen Mother-Teil er überhaupt dabei war, weil der zweite Teil, als auch bekannt als Earthbound, ist ja auch nur jetzt bei uns im E-Shop verfügbar. Mehr Teile gibt es dabei nicht und auch nur auf Englisch, wie schon gesagt. Wenn ihr es auf Deutsch spielen wollt, dann müsst ihr einen Deutsch-Patch aktivieren und es ja auf einen Emulator spielen. Allerdings ja, kann es teilweise verbuggt sein. Deshalb würde ich euch lieber empfehlen, das Originalspiel zu kaufen. Weil... dieses Spiel ist absolut verbuggt bis und geht nicht mehr. So. Also dieser Earthbound-Teil mit dem Deutsch-Patch ist einfach ziemlich verbuggt, weil auch dieser Deutsch-Patch extreme Bugs enthält. So. Geh weg! Autsch. Nein, der Sticker! Habe ich noch gesammelt, okay. Aber dafür habe ich jetzt jede Menge Schaden kassiert und der Flu hat mich down gemacht. Der hat die Chance genutzt, während ich Schaden kassiert habe. Und irgendwie hat sich das Ding hier festgebackt. Nom 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 nom. Das hätte jetzt Lukas gerade brauchen können. Und was euch das auffällt? Team Galactic Battle Mucke, ja. Das werden wir dann auch im Let's Play zu Pokémon Bloody Platin öfteren noch zu hören bekommen. Wow! So, ich sollte aber aufpassen, dass ich hier nicht wieder runterfliege. Ich will das Shiki nicht nochmal verlieren.
Man könnte zwar noch zwischen den Pokémon wechseln, wie schon gesagt, aber bei den ersten Spielen von Super Mario MCS, da werden auch nur Shiki verfügbar. Die anderen Pokémon bekommen wir später noch. Welche? Ihr werdet es dann noch sehen. Weil der Pokémon-Trainer hat immer drei Pokémon zur Verfügung, welche immer verschiedene Techniken einsetzen. Ich weiß nicht, ob noch ein weiterer Pokémon-Trainer hinzukommen wird. Also, ich würde mir zum Beispiel Maike und Lucia auch wünschen. Und aus der fünften Generation weiß ich nicht. Vielleicht aus der fünften Generation auch jemanden? Oder aus der sechsten Generation Serena zum Beispiel wäre cool. Wäre nicht schlecht. So. Wir sind hier erstmals durch. Wir sind anscheinend aus dem Zoo entkommen. Sehr schön. Hey, warte! Erinnert sich daran zurück, wie Wario Ness in den Trophäe verwandelt hat und beschließt jetzt, ihn retten zu wollen. Doch er braucht Hilfe. Und deshalb wendet er sich an den Pokémon-Trainer. Also werden die beiden nun gemeinsam weiterreisen. Bestimmt werden sie auch einen Weg finden, Ness wieder zurück zu verwandeln. Gut, das wäre mal erledigt. Ich könnte noch ein Level dazu machen, oder? Ja schon, ich will jetzt nicht die Parts auch zu kurz machen. Die umkämpfte Festung, das wird episch. Das wird sowas von episch, Leute. Soll ich wirklich das noch in dem Part machen? Weil die umkämpfte Festung ist auch eine ziemlich lange Stage. Ach nein. Wisst ihr was? Das machen wir dann im nächsten Part, weil ich glaube, zu lange Parts würden euch auch nicht behagen bei diesem Spiel. Ja, wir verschieben das auf den nächsten Part. Die umkämpfte Festung, da wird es erst richtig episch. Ich hoffe, ihr seid dann auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und bedanke mich wieder fürs Gucken und Daumen hoch, wenn es gefallen hat. Seid gespannt und schaltet wieder ein. Euer Crush for the Fig 89. Bis zum nächsten Part von Let's Play Super Smash Bros. Brawl. Also auf Wiedersehen und tschüss, Leute.
you know.